Hallo zusammen. Ist die Schule bereit, den Namen des Verräters zu erfahren? Gleich ist es soweit. Der Name des Verräters befindet sich in diesem weißen Umschlag hier. Ich schätze, wir werden keine Rebellen mehr sein. Jana, alles wird wieder gut. Ich habe es doch versprochen. Wow, die Rebellen haben den Namen des Verräters herausgefunden. Und? Wer ist es? Ich fühle mich irgendwie schlecht. Kannst du ein Fenster öffnen oder so? Dima, was ist denn los mit dir? Dima, was ist los? Es ist wirklich heiß hier drin. Kann hier irgendjemand das Fenster öffnen? Diana, was soll das hier? Ein Verräter oder was? Hör auf, diese Spiele hier in der Schule zu spielen und konzentriert euch lieber auf die Schule, auf die Noten. Mädels, ich glaube, Lehrer Mike hat es nicht verstanden. Ja. Oh, hallo Basketballspieler, wie ich sehe, habt ihr euch bereits mit dem Neffen des Lehrers angefreundet. Oh, Maskottchen, hallo. Die Jungs helfen mir, einen Liebesbrief zu schreiben. Also, Daria, ich lade dich in ein Restaurant ein, kaufe dir ein Geschenk, einen großen Blumenstrauß und dann sehen wir uns morgen. Was willst du, Maskottchen? Nichts, ich sehe, dass du ein Meister der Liebesbriefe bist, okay? Aber Leute, ich habe Neuigkeiten, ja? Neuigkeiten? Warum setzt du dich hin? Sag's uns schneller. Hast du keine Angst, dass die Rebellen dich nicht mehr mögen, weil du jetzt zu uns hier kommst? Nein, die Rebellen haben doch voll gute Laune. Wisst ihr das denn noch nicht, oder was? Oh, die Rebellen sind gut gelaunt. Also muss ich zu Diana gehen und ihr den Brief geben. Sind sie echt wirklich gut drauf? Haben sie den Verräter gefunden, oder was? Wer ist es? Ja, Leute, sie haben den Verräter gefunden und wir werden den Namen nach dem Unterricht erfahren. Diana wird es vor der ganzen Schule sagen. Nach dem Unterricht? Name? Interessant. Wen wird sie wohl als Verräter nennen? Nun, wie ich sehe, seid ihr alle da. Wollt ihr den Namen des Verräters wissen? Ich frage mich, was der Verräter gerade denkt. Mistkerl. Vielleicht denkt er, dass wir uns irren und wir einen anderen Namen sagen. Nein, es wird kein Fehler sein. Nicht wahr, Layla? Mädels, das ist zu 100% wahr. Deine Zeit ist vorbei, Verräter, ja? Ich höre Laylas Stimme und mir wird gerade schlecht. Rebellen, alle warten auf einen Namen. Wer hat Schuhgröße 42? Grünschopf, hör auf, mich zu streicheln. Das macht mich nervös. Dima, fangen wir also an. Diana, mach schneller. Wir sind aufgeregt. Diana, ich weiß, es ist unerwartet. Lies vor. Mädchen, wer ist es?